Aber wenn dann einfach zwei, drei Dislikes auf dem Video sind und keine Begründung dazu in den Kommentaren steht, dann frage ich mich einfach, ja gut, du interessierst dich ja nicht mal für das Video, du interessierst dich nur dafür, dass du haten kannst. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Hey Leute, was geht ab und seid herzlich willkommen mal wieder zu einer Runde Defran auf dem Hive-Server. Wir spielen auf einer neuen Map, die es mittlerweile gibt, nämlich Sonic. Und ja, das ist wirklich eine neue Map, wirklich was Neues. Kann ich auch sagen. Ich habe die Map im Livestream auch schon gespielt und ich habe auch Defran irgendwie so ein bisschen gemieden in letzter Zeit und gestern unter das gestrige Video wurde trotzdem wieder geschrieben, jo, Defran kann sich gar nicht mal bringen. Und ja, jetzt kommt er dir wieder mal Defran. Und es geht in 13 Sekunden los. Ich bin ein Experienced Player, ich kann mal zeigen, wie meine Records aktuell sind. Ich habe jetzt schon etwas länger kein Defran mehr gespielt. Keine Ahnung warum, aber ich bin ja doch auch im Ranking ein wenig zurückgefahren. Das war kommen, dass ihr mit Rank oder so, gibt's ja und sowas. Nee, das gibt's nicht. Nein, ist auch egal. Auf jeden Fall gibt's eine neue Defran Map und es gibt noch eine andere neue. Also, es gibt Sonic und Jungle Base. Die andere habe ich auch. Ich habe beide Maps noch nie gezeigt auf YouTube. Und ja, jetzt, das ist jetzt ungefähr das dritte Mal oder das vierte Mal, wo ich Sonic, glaube ich, spiele. Und ja. Der Anfang ist halt eigentlich gar nicht ganz so einfach. Man rennt dann einfach hier durch, hier hoch, ja, hier rüber, bam, hier direkt hoch. Also, ich habe auch schon gewonnen, so ist es halt nicht. Das Dumme ist jetzt nur, okay, boom. Eigentlich wäre fast so gewesen jetzt, deshalb habe ich diesen Sprung gemacht. So, dann gehen wir dann hier hoch, hier durch und hier rüber. So, und dann läuft das. noch knapp rüber. Zack. So, dann hier hoch. Boom, dann läuft es auch und ist dann schon hier. Also es gibt echt viele Checkpoints. Dann dieser, das ist nicht ganz einfach dann hier beim Lava. Da gehen wir dann am besten hier rüber und dann hier direkt nach vorne. Zack, oh shit, und da gibt's diesen sogenannten Zombie. Den kennt man ja von anderen Maps auch schon. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen ab und zu, dass man echt nicht zu weit springt übrigens. Sonst ist man relativ schnell in der Lava, wie man gerade gesehen hat. So, und hier genau, hier diesen Sprung, da fehle ich meistens, weil ich einfach nie richtig denke, dass man da nach unten geht. So. Dann hier und der Rest wird jetzt wieder ein bisschen das chilliger. Da kann ich einfach so durch. Hier ist noch TNT, da muss man ein bisschen aufpassen. Aber ansonsten geht das. So, und hier, ganz komisch, ich laufe übers Wasser. Ich laufe einfach übers Wasser. Und jetzt falle ich trotzdem. Hä, warum das? Ja, hier muss man auf den Boden achten. Man muss ja ganz genau darauf achten, wo die Prismarine-Dinger sind, weil sonst fällt man einfach ins Wasser. So, und hier ist die Route jetzt auch schon zu Ende. Whip, hopp, 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 hopp. So, hier noch schnell durch. Jemand ist an dem Ziel, hat man gerade gesehen. Aber ja, ich auch. So, vierter Platz, war auch nicht. 45 Sekunden vor Ende. Noch gefinisht. Gut. Ja, das ist dann jetzt so die neue Map. Wie gesagt, am Anfang muss man aufpassen, also ich mache oft den Fehler. Dass wenn ich hier durchgehe, dass ich irgendwie einfach hier springe und dann fahre ich auch hier irgendwie runter am Ende. Und ansonsten hier, der Rest geht halt ganz gut hier durch. Wo man echt aufpassen muss, das ist auch ein bisschen tricky am Anfang. Ich kann immer hier durch, hier, 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 hier und dann hier und direkt hoch. Ist glaube ich auch das Schnellste. Und dann was ich halt noch ein bisschen üben muss an der Map, habe ich jetzt auch gemerkt, ist ein bisschen das hier. Aber eigentlich müsste schon klappen hier eben einfach. So durchgeht, zack. Zack, zack, ja, und dann hier muss man den Strafe benutzen, schnell durch, hier einfach nichts dabei denken, einfach nach unten springen und dann läuft das. So, ich würde sagen, wir gehen direkt in eine neue Runde. Ich mache das jetzt alles ohne Cut zwischendrin oder so. So, wir gehen hier direkt in die Full Runde rein. Und, okay, so wie es aussieht, kommt gerade nochmal Sonic. Alles klar, spielen nochmal eine Runde. Ich wollte eigentlich Jungle Base auch noch zeigen irgendwie. Also die Jungle Base Map. Und die ist auch eigentlich richtig geil. Aber hier, Sonic, das ist mal so eine neue Art von neuen Defran-Map in dem Sinn. Aber ich denke mir ziemlich sicher, alle Leute, die auch im Livestream ab und zu aktiv sind, die haben Jungle Base auch schon gesehen, wie die Map funktioniert. Und die ist auch ganz, ganz chillig auf jeden Fall. So, und was ich auch mal noch ansprechen wollte, auf meinen Videos. So, also auf den letzten Videos, oder auch schon relativ lange, ist mir einfach aufgefallen, es hat immer, sobald ich ein Video veröffentliche, nach ungefähr 10 bis 20 Minuten hat das Video einen Dislike. Warum? Warum? Ich bin mir ziemlich sicher, dass das alles von der gleichen Person kommt. Jedes Mal. Und das stört mich einfach so ein bisschen, weil
bis vor 2 Monaten ungefähr, würde ich jetzt mal behaupten, hatte meine Videos nie Dislikes. Immer so 20, 30 Likes, kein Dislike. Jetzt auf einmal gibt es immer Dislikes. Warum? Warum macht man sowas? Warum? Wenn man mich scheiße findet, kann man es gerne in die Kommentare schreiben. Dann kann man meinen Kanal gerne deabonnieren, auch kein Problem damit. Aber warum muss man nicht das Video negativ bewerten, sobald ich es hochgeladen habe? Weil irgendwann habe ich dann auch keinen Bock mehr darauf. Und ja, dann muss man dann einfach etwas anderes überlegen, um solchen Leuten zu entgehen. Weil echtes Fuck bis und ab, wenn man sich einfach mal eine Stunde, zwei hinsetzt, so ein Video produziert, wie ich jetzt hier gerade, und dann kommt dann einfach so, jo, veröffentlicht, ich schaue mir das Video. Und die Leute denken sich dann auch, ja, Mutti, fick dich, ich schaue das Video nicht mal an, einfach denk mal, haten. Genau. Das ist scheiße. Und das mag ich nicht. Und ja, das ist einfach so etwas, was ich ansprechen wollte, was mich echt schon ein bisschen stört, ehrlich gesagt. Wenn ich mir da die Mühe mache. Also es ist natürlich klar, es gibt einfach wieder Hater ab und zu. Aber warum? Warum einfach? Ich frage mich einfach warum. Früher ging das immer so gut. Früher, hey, jemand ist schon im Ziel. What the fuck, niemals. Oder, ja gut, doch eigentlich schon. Ja, das war eigentlich ganz einfach. Früher war es eindeutig anders. Früher war das noch nicht so. Damals, ich sag jetzt mal, damals, als mein Kanal in Anführungszeichen noch klein war oder so. Es ist mir natürlich auch, ja, durch Twitch gibt es auch immer wieder Leute, die auf meinen Kanal kommen, einfach so und sagen, jo, der hat mich im Stream beleidigt, weil ich Scheiße gebaut habe im Stream. Ja, weil ich eigentlich selbst schuld bin, hat Multi mich im Stream halt vielleicht beleidigt. Und deshalb hätte ich jetzt mal sein Video. Ja. Solche Leute gibt es eben auch. Solche. Oder kenne ich jemand? Okay. Solche, ich sag jetzt mal. Schlechte Leute. Für mich sind das einfach schlechte Leute halt. Das finde ich einfach schade ein bisschen. Wollte ich halt mal einfach kurz ansprechen, aber. Ich meine, ich schaue nicht unbedingt auf die Bewertung, aber trotzdem frage ich mich, warum gibt es immer jemand, und ich denke mir ziemlich sicher, dass es immer die gleiche Person ist. Warum gibt es solche Leute, die einfach sagen, nö, ich gönne Multi das nicht, ich hate ihn jetzt mal. Das finde ich, ist schon ein bisschen scheiße. Und ja, deshalb sage ich auch genau, falls ihr Verbesserungsvorschläge oder sowas habt, dann schreibt doch die einfach in die Beschreibung. Oder schreibt die, ich meine, in die Kommentare. Dazu gibt es ja die Kommentarfunktion. Also deshalb sage ich auch immer, ja, jeder Like oder jede Bewertung hat eine Begründung grundsätzlich. Und deshalb frage ich mich eben trotzdem, ja gut. Also ich meine, man kann natürlich genau sagen, ja, wer schreibt, nices Video Multi oder so. Dann bin ich ja ziemlich sicher, dass diese Person dem Video ein Like gegeben hat. Aber wenn dann einfach 2, 3 Dislikes auf dem Video sind und keine Begründung dazu in den Kommentaren steht, dann frage ich mich einfach, ja gut, du interessierst dich ja nicht mal für das Video, du interessierst dich nur dafür, dass du haten kannst. Und solche Leute hasse ich einfach aufs Übelste. Ja. Muss einfach mal gesagt sein. Und wie gesagt, ich bin auch nicht böse, wenn ihr ein Video negativ bewertet. Aber ich hätte gerne einfach eine Begründung dafür. Ja? Mir ist es egal, wenn ihr mal ein Dislike oder so drauf kommt. Das ist mir nicht unbedingt wichtig. Mir ist nur wichtig, dass man einfach mir sagen kann, ja, warum ist es denn so? Oder warum man dieses Video negativ bewertet zum Beispiel. Ja. Deshalb, ich meine auch, ich gebe auch vielen Videos ein Like, aber dann schaue ich auch was in die Kommentare oder schreibe einfach, jo. Geiles Video, fand ich echt nice, das und das, und manchmal gebe ich halt auch echt einen Dislike einem anderen Dude und sage einfach, ja, das muss aber auf jeden Fall besser machen, das fand ich jetzt echt schon ein bisschen scheiß von dir. Aber wie gesagt, ich habe da kein Problem damit. Schreibt es mir einfach in die Kommentare und dann weißt du auch Bescheid. Aber einfach so ein Video mal einen Dislike nach unten geben, das mag ich nicht. Ja, mag ich nicht, aber ja gut. So, Thema angesprochen, Thema verstanden, hoffe ich mal von euch. Und ja. Ach, hat da jemand von euch auch noch eine Meinung dazu und kann dazu ein bisschen was in den Kommentar schreiben. Das würde ich sagen, Leute. Macht's gut. Peace out. Wir sehen uns am Mittwoch beim nächsten Video. Oder am Donnerstag. Im Livestream dann wieder. Ja, Donnerstag ist schon wieder Livestream, weil Donnerstag ist von Eichland. Und da habe ich frei. Bis dann, Leute. Peace out.